Da haben wir ja die Weizenkörner. Schön fest und knackhart. Wir arbeiten hauptsächlich mit Weizen. Mensch, lernt ihr heute viel, ne? Also wir sind eigentlich ein Betrieb, der 7 Tage die Woche 24 Stunden arbeitet, weil wir ja auch eigentlich jeden Tag frische Brötchen haben wollen. Wir arbeiten hauptsächlich mit Weizen, Vollkorn, Dinkelvollkorn und auch Roggenvollkorn, haben aber dann alle Variationen von Ausmahlgraden, ja, was man dann Auszugsmehl nimmt, wie ihr ja schon erfahren habt in der Mühle. Wir backen Brote, die teilweise Vollkorn haben und eben teilweise aus Auszugsmehl bestehen, weil der Anteil an Ballaststoffen, die wir über das Vollkorn haben, zur Verdauung ausreicht. Dann können wir nämlich hier in der Kühlzelle sehen, da sind die nämlich schon vorbereitet, was so das Kleingebäck ist. Ja. Das sind keine Vollkornprodukte. Das ist mit Dinkelmehl gemacht, mit 630er Dinkelmehl. Hier haben wir 1050er Weizenmehl. Hier haben wir ein Dinkelvollkornmehl. Sieht man auch gleich den Unterschied, ne? Der kornige Anteil. Ja, ein Dinkel-Vollkorn-Croissant vegan ist für die Spezialisten und ein Weizen 550er ist das normale französische Croissant. Ja. Also hier hast du so eine kleine Auswahl von den unterschiedlichen Broten, die wir heute so herstellen werden. Wir haben eine Teigvorbereitung, wo du letztendlich dann die ganzen Kleinteile, Dinkel Ciabatta zum Beispiel, da steht dann drauf, wie viel verraten wir natürlich nicht, ne? Ist ja klar. Aber da werden die Kleinteile einfach schon abgewogen. Ja? Das heißt, nachher wird entsprechend beim Dinkel Ciabatta natürlich Olivenöl, nochmal mehr Mehl, mehr Wasser dazu getan. Es wird im Kneter rund geknetet und dann auf Tisch weiterverarbeitet. Und so wird jeder kleine Teig hier vorher schon abgewogen, damit die Bäcker, wenn sie abends kommen, einfach mit Mehl und Wasser und Roggensauer oder Dinkelsauer oder Weizensauer dementsprechend weiterarbeiten können. So. Also hier müssen wir einfach noch ein bisschen warten, weil ihr seht unsere Vielzahl von Maschinen. Da haben wir nämlich gar keine. Es gibt eine Brezel-Schlingmaschine. Ich glaube, die kann irgendwie 500 bis 800 Brezeln oder vielleicht auch 2000 in der Stunde herstellen. Das bedeutet aber auch, dass letztendlich die Maschinen immer die gleiche Konsistenz an Teig verarbeiten. Damit der Teig die gleiche Konsistenz hat, muss er in irgendeiner Art mit Emulgatoren behandelt werden, weil die Getreide sind unterschiedlich, die Temperaturen sind unterschiedlich, von dem her verhält sich der Teig auch unterschiedlich. Das können die Bäcker fühlen das, beziehungsweise sehen das, wie der Teig Poren schlägt. Bei uns ist das Bestandteil des ersten Ausbildungsjahres, dass man lernt, wie man eine Brezel schwingt. Wir haben keine Aromastoffe, wir haben keine Emulgatoren, keine Stabilisatoren und tun wirklich nur rein, was reingehört. Wasser, Salz, Mehl, Saaten, ein paar Gewürze. Fertig. Also auf dem Tisch zum Beispiel haben wir jetzt gerade unser Scheunenbrot. Unser Scheunenbrot besteht aus Roggen und aus Dinkel mit dem Dinkel sauer. Wir arbeiten natürlich mit Natursauerteigen. Ein Natursauerteig ist letztendlich fermentiertes Mehl, nichts anderes. Das heißt, dass man Mehl und Wasser Zeit gibt, um je nach Temperatur vom Mehl Essigsäure- oder Milchsäurebakterien anzuregen und darüber dieser Fermentierung, also dieser Säuerungsprozess stattfindet. Und der Sauerteig ist der Grundstoff, der letztendlich den Biobroten das Aroma gibt. Ja? Also
gibt man dem Brot seine Zeit, umso besser wird das Aroma. Lehrling, wie das richtig geht mit dem Fetten. Vor allen Dingen nicht zu viel. Ja, das habe ich gerade gezeigt. Genau. Ja. Auch dafür gibt es eigentlich eine Maschine. Das kann man auch sprühen. Ich glaube, in ganz Deutschland gibt es noch 12.000 Bäcker, wenn nicht gar die Zahl jetzt schon unter die 10 gerutscht ist. Ich bin mir nicht sicher. Das Konzept, was man früher hatte, es gibt einen Bäckermeister, der in der Nacht bäckt mit einem Gesellen und einem Lehrling zusammen vielleicht. Und die haben dann 2, 3 Filialen und davon können alle leben. Dieses Konzept ist heutzutage nicht mehr möglich. Also die Kunden wollen eine Vielfalt haben und diese Vielfalt kannst du in einer kleinen Backstube, in der Handarbeit, in einer Nacht nicht herstellen. Deshalb haben viele Bäcker dann auf Fertigmehlmischungen zurückgegriffen. Da kommt eine Tüte Mehl an, da ist alles drin. Du machst noch ein bisschen Wasser dazu, lässt es im Kneter laufen und ja, hast dein Brotzack fertig. Ja. Und das ist natürlich verhängnisvoll, weil geschmacklich setzt man sich nicht mehr ab. Und dann geht der Kunde weiterhin zum Discounter, weil der kriegt das für die Hälfte. Also wir sind insgesamt um die 25 Leute. Wir verkaufen einen Großteil unserer Ware an Bioläden, an ja doch kleine Bioläden. Also wir haben bisher keinerlei großen Ketten mit dabei, weil wir eigentlich gesagt haben, wir wollen uns ein bisschen absetzen. Und auch den kleinen Bioläden die Chance geben, sich nochmal mit einer anderen, mit einem anderen Brot zu präsentieren, als was dann eben auch schon 50 andere große Läden haben. Und so hat letztendlich, glaube ich, auch mit die Bio-Bewegung, das ist, ich glaube, in Berlin sind es 15, 20 Bio-Bäckereien mittlerweile, die diese Handwerkskunst klar, auch ein bisschen in diesem hochpreisigeren Sektor, weil Bio ist teurer, ja, weil die Erträge sind andere. Ich glaube, denen ist es auch zuzuschreiben, dass die Backkunst heute wieder auflebt. Dass man wieder zurück zu diesem, was Natursauerteig ist, was Teigruhe ist, was Slow Baking ist, gibt dem ganzen Zeit. Ja, dass man dahin wieder zurückgekommen ist, um gutes Brot herzustellen. Und ich glaube, der Geschmack der Leute wird sich langsam auch wieder zum Guten wenden. Oder ich stelle es auch fest, er hat sich schon zum Guten gewendet. Wir sprechen zwar nur von diesen 10-12%, aber wir werden die anderen auch noch kriegen. Ich glaube, dann nehme ich so ein Schrot, ein ganzes. Darfst du auch mal die Handschuhe? Danke.